5 Jahre Versuche und Fischschläge. Französische schwere Panzer. Die zweite Hälfte der 40er Jahre wurde ein schwarzer Streifen für eine ganze Reihe von Panzerentwicklungsländern. Projekte vieler zukünftiger Panzer wurden angehalten oder komplett gestrichen. Frankreich war auch keine Ausnahme. Der einzige französische Panzer, der ohne verhältnismäßig viele Probleme in Serie gebaut wurde, war der leichte MX-13. Mit dem mittleren Panzer IRL-44 kam es sehr viel komplexer und dramatischer. Als dieser Panzer in Serie ging, war diese Maschine so offensichtlich missglückt, dass bald nach der Indienststellung wurde die Maschine von dort wieder weggenommen. Ein noch trauriges Schicksal hatte der Nachfolger von IRL-44, den mittleren Panzer IMX-M4, erreicht. Die unaufhaltsame Suche eines idealen Panzers führte dazu, dass dieser Panzer so ein Regalhüter der französischen Panzerindustrie wurde. 1946 verging für das Projekt IMX-M4 fast ohne Bewegung. Das ist direkt damit verbunden, dass im März ein Versuchsmodell des mittleren Panzers IRL-44 in Test ging. Der Nachkriegserstling des französischen Panzerbaus kam fast ein Jahr zu spät. Und die Tests zeigten, dass diese Maschine bestimmte Überarbeitungen fordert. Die Ergebnisse der Erprobung des IRL-44 haben sich natürlich auch auf die Entwicklung des M4 ausgewirkt. Leider sind die Details der Ergebnisse der Erprobung unbekannt. Aber nach den weitergehenden Änderungen zu richten, kamen bestimmte Fragen auf bezüglich der Längsstabilität des Panzers. Im Bild haben wir eine Zeichnung der überarbeiteten Wanne vom IMX-M4 vom 17. Januar 1947. Die Arbeiten an einem zukünftigen mittleren Panzer wurden aktiviert Ende 1946. Die ersten Ergebnisse wurden demonstriert durch die Ingenieure von IMX Anfang 1947. Im Ganzen war die Konzeption des Panzers mit einer Gefechtsmasse um die 50 Tonnen unverändert. Es blieb auch die Waffe als 90mm Kanone einer großen Durchschlagstärke und die Panzerung und der Turm. Die Hauptveränderung betraf Fahrwerk. Die Wanne der Maschine wurde verlängert von 6,7 auf 7,4 Meter wegen der Vergrößerung des Fahrerabteils. Dank dem konnte der Fahrer und der Funker vollwertige Ausstiegsluken bekommen am Wannendach. Die Verlängerung der Wanne erzwang Vergrößerung der Länge des Fahrwerks um eine Fahrrolle. Außerdem war die obere Panzerplatte durch so seitliche Abschrägungen erweitert worden, die eine Wahrscheinlichkeit des Abprallers bei Frontalbeschuss erhöhten. Beim Projektieren der Wanne wurden verschiedenste Varianten der Panzerung analysiert. Bei einer Dicke der Front von 120 mm wurde die Panzermasse in 55,5 Tonnen geschätzt. Deswegen wollte man solch eine dicke Panzerung nicht. Es ist offensichtlich, dass eine solche Entscheidung nicht der Sorge um den Fahrer und den Funker galt. Der Schriftwechsel bezeugt, dass die Konstrukteure auf diese Weise die Lage des Schwerpunktes der Maschine verbessern wollten. Auf dem Ausgangsmodell der Wanne IMX-M4 war der Turm nach vorne verschoben, was sich negativ auf die Belastung der vorderen Fahrrollen auswirkte. Andererseits, durch welchen Preis hatte man eine bessere Schwerpunktlage erzielt? Die Dicke der Panzerung wurde wieder reduziert, diesmal auf 80 mm. Doch auch in diesem Fall war die geschätzte Gefechtsmasse immer noch 54 Tonnen und das bei einem mittleren Panzer. Es wurde auch eine umgekehrte Variante angeschaut, Verdickung der Frontpanzerung bis auf 120 mm. Nach Berechnungen würde eine solche Verdickung die Gefechtsmasse um 1,5 Tonnen erhöhen. Weiter als die Theorie, in diesem Fall kam man nicht. Die Reduzierung der Frontpanzerung auf 80 mm hatte man letztendlich dann bestätigt. Im Bild haben wir die Zeichnung IMX-M4 anfangs 1949. Der Panzer erinnerte immer mehr an den deutschen Tiger II. 1947 und 1948 wurde das Projekt berechnet und im Endeffekt Anfang 1949 mussten die Konstrukteure eingestehen, dass die Gefechtsmasse von 54 Tonnen keine Grenze darstellt. Entsprechend den korrigierten Daten beträgt die volle Masse des Panzers 54,6 Tonnen, von denen 13 Tonnen der Turm
übernahm. Die Maschine, die man dann hatte, konnte man mit dem Tiger II quasi vergleichen, war in allen Belangen genauso groß, in manchen Belangen sogar größer als der Tiger II. Dabei war ihre Panzerung sogar etwas geringer als beim Panzerkampfwagen Panther. Jedoch war die Lösung des Problems mit der Entwicklung der Schwerpunktmitte nicht das Ende vom Lied, nur eine Episode. 1949 brachte neue Probleme und Veränderungen mit sich. November 1946 hatte IMX ein Projekt des Panzers vorgestellt, mit der Möglichkeit, ihn aus dem Flugzeug abzuwerfen, der Klasse von 12 Tonnen Gewicht. Eine Besonderheit der neuen Maschine war der sogenannte Wiegenturm. Zusammen mit der Kanone in vertikalen wurde auch der gesamte obere Teil des Turmes erstellt. Zum ersten Mal wurde so ein System auf einem Erprobungspanzermobil Panhard 201 ausprobiert. Doch auf einem abwerfbaren Panzer ging man weiter. Wiegenturm, der von FAMH, Forge et Acierie de la Marine et la de Roumecoeur, mehr bekannt als Saint-Chamond, brauchte man für die Montage einer halbautomatischen Ladevorrichtung. In einer Hecknische wurden zwei Munitionslager des Revolver-Tipps verbaut, zu jeweils 6 Schuss. Die Benutzung eines solchen Systems erlaubte es, eine Schussgeschwindigkeit von 12 Schuss in der Minute zu erzielen. Nach der Serie aus 12 Schuss folgte eine lange Pause, da man die Ladetrommel nachladen musste. Doch es war es wert, da normalerweise 12 Schuss für Zerstörung der Ziele ausreichend war. Der luftabwerfbare Panzer gelang nicht im Endeffekt, aber es gelang der IMX-13. Die Zeichnung eines Wiegenturms FAMH für den IMX-M4. Die Idee mit der Entwicklung eines ähnlichen Turmes für den IMX-M4 war natürlich sehr logisch. Die ersten Entwicklungen zum Thema Wiegeturm der Entwicklung FAMH für den mittleren Panzer wurden datiert März 1949. Gleichzeitig wurde auch alternative Variante der Panzerung frontalen Platte für die Wanne weiterentwickelt. Die Neigungswinkel der oberen Panzerplatte wurden reduziert bis auf 45 Grad. Dabei wuchs die Panzerung auf 180 mm an. Die Dicke der unteren Platte erhöhte sich auf 120 mm. Dadurch wurde die Wanne etwas kürzer, 7,2 Meter, doch dabei wuchs die Gefechtsmasse auf 57,8 Tonnen an. Und im Endeffekt war der französische Panzer in der Gesamtlänge und der Dicke der Panzerplatte größer als der Tiger II. Im Bild haben wir das Projekt der Verstärkung der Frontplatte auf 180 mm. Man sollte anmerken, dass der Turm von FAMH etwas kompakter war als der Turm von Schneider. Dadurch, dass in diesem keine große Hecknische vorhanden war, für Munition war die Gesamtlänge sehr viel geringer. Für die Drehung des Turmes wurde ein extra Motor Maybach mit 55 PS verbaut. Also andererseits war der kompakte Turm nicht unbedingt leichter als der größere Turm. Entsprechend dem Schema war die Masse beider Türme ungefähr gleich geschätzt, etwas weniger als 13 Tonnen. Zum Vergleich, der Turm von Tiger II wog 13,5 Tonnen. Parallel mit der Einführung des Projektes des Wiegenturmes 1950 wurde auch die Frage zur Anfertigung auf der Basis von IMX-M4 eines Jagdpanzers. Aber die Bezeichnung ist natürlich nur vorläufig, da man zu dieser Zeit den Jagdpanzer den IRL-44 nannte. Die Gefechtsmasse eines solchen Jagdpanzers sollte 51,2 Tonnen betragen. Statt des Wiegenturmes FAMH sollte dort ein sehr großer Turm, der gegossen werden sollte, verbaut werden. Und in diesen sollte die Kanone 100 mm verbaut werden. Es wurde auch die Wanne modifiziert. Die Frontpartie bekam seitliche Platten, die an die Hechnase von IS-3 erinnerten. Wie auch im sowjetischen schweren Panzer, der übrigens 46 Tonnen wog und der mittlere von den Franzosen 58, war in der Wanne von MX-M4 nur noch der Fahrer geblieben. Obwohl visuell der Turm etwas verschoben wirkt, ist es in der Wirklichkeit nicht so. Dass die Bezeichnung Jagdpanzer zu diesem Projekt nur bedingt zutrifft, spricht das, dass es mehrere Varianten von dem Projekt gab. Finale Variante wog 51,2 Tonnen und hatte eine Frontpanzerung von 45 mm und dem gingen aber sehr viel schwerere Maschinen vor. Dabei hatten die Vorläufer, die im Frühjahr 1950 datiert sind, eindeutig einen Panzercharakter.
also wurden als Panzer charakterisiert und keine Jagdpanzer. Und äußerlich erinnerten sie eigentlich an sehr viel leichtere Maschinen. Ihre Masse wuchs bis auf 70 Tonnen an. Doch weiter als Papier gingen all diese Entwicklungen nicht. Doch im Weiteren gingen separate Elemente, zum Beispiel die Frontpanzerungsplatte, in andere Projekte über und wurden auch realisiert in Metall. In die Final mit dem MX-M4 ging man im Jahr 1949. Man wog alles ab, alle für und gegen, und die Wanne des Panzers blieb in der Konfiguration des Jahres 1947 und behielt die Dicke der Frontplatte 80 mm. Gleichzeitig wurde aus der oberen Panzerplatte das verbaute MG entfernt, zusammen mit seiner Montagevorrichtung, und obwohl formell der Helfer des Fahrers blieb, wurde jetzt nur noch quasi als Ballast mit. Bereits damals hatte man Zweifel an der Notwendigkeit eines fünften Mannschaftsmitgliedes geäußert. Die Dicke der Turmpanzerung betrug 120 mm in der Frontpartie und 60 mm seitlich. Zur Bequemlichkeit der Demontage der Kanone hatte man die frontale Panzerung des Turmes abnehmbar gestaltet. Ende 1949 wurde der Panzer letztendlich gebaut. Die Gefechtsmasse betrug 52 Tonnen. Im Vergleich zum Ausgangsprojekt wuchs die Masse etwas an, jedoch dank dem 1000 PS Motor Maybach 295 konnte man die dynamischen Daten mit den berechneten halten. Bei den Erprobungen, die 1950 begannen, erreichte die Maschine 51 km/h auf einer Straße und Gelände ca. 35 km/h. Es war ein würdiger Panzer, der sehr wohl dazu geeignet war, als potenzieller Austausch für den IRL 44 verwendet zu werden. Mit dem letzten war es ziemlich schlecht bestellt, da die Serienfertigung etwas länger andauerte und die Rückmeldungen aus der Armee waren nicht sehr schön. Okay, das wäre vielleicht noch nicht so schlimm, aber zum Moment des Baus des Prototyps MX-M4 hatte dieser die Militärs bereits nicht mehr zufriedengestellt. Diesmal war es die Waffe, die nicht mehr ausreichend war. Ab Frühjahr 1950 gingen die Arbeiten einen stark überarbeiteten MX-M4, der mit einer 100 mm Kanone ausgestattet war. Diese Projekte gingen in Archiv, jedoch nicht die Kanone. Die Kanone mit einer Mündungsgeschwindigkeit von 1060 Meter pro Sekunde gefiel den Franzosen sehr gut, da sie eine höhere Durchschlagstärke als die 90 mm Kanone hatte. Und mit solch einer Kanone konnte MX-M4 praktisch jeden Panzer der damaligen Periode bekämpfen. Also wollten die Franzosen die Kanone nicht nur in dem Jagdpanzer haben, sondern auch in dem normalen Panzer. Zum 6. Juni 1950 wurde ein Projekt Char M4 vorbereitet, der mit einer 100 mm Kanone ausgestattet war. Entsprechend Berechnungen war Munitionsvorrat 60 Schuss, von denen 14, 9 in der Trommel und 5 nochmal in der Hecknische vom Turm. Wegen dem Einbau der neuen Kanone wuchs die Turmmasse auf 15 Tonnen an und die gesamte Masse des Panzers auf 53,7 Tonnen. Die Franzosen hatte das nicht irritiert. Also, gegen Ende 1950 wurde der MX-M4 bereits unbewaffnet mit der 100 mm Kanone. Bei Unbewaffnung hatte man auf die abnehmbare Turmfrontplatte verzichtet und führte die Nase des Turmes als einzelnes Teil aus. Und die Erprobungen haben gezeigt, dass die Idee mit der Unbewaffnung sehr erfolgreich war. Und es veränderte sich auch der Index des Panzers. Index M4 wurde entfernt. Und die Maschine wurde nur noch als Char Moyenne D50 Tonne AMX bezeichnet. Später wurde diese Bezeichnung in AMX-50 transformiert. Oft wird dieser Panzer AMX-50-100 genannt. Doch in der Realität wurde solch ein Index nie verwendet. Entsprechend den Erprobungsergebnissen wurde entschieden, zwei Prototypen der verbesserten MX-50-Versionen zu bauen. Es wurde die Konstruktion des Turmes etwas verändert und auch die Form der Frontplatte. Die Gefechtsmasse der Maschine nach allen Modifikationen erreichte 55 Tonnen. Der erste der gebauten MX-50 wurde bereits im April 1951 gezeigt, während der Demonstration neuer Waffenarten und Militärtechnik, die auf dem Territorium des 32. Artillerieregiments durchging, und dieser war in Bad Lobenstein in Deutschland. 14. Juli 1951 wurden beide Panzer auf der Parade in Paris demonstriert. Diese Parade merkte man sich dadurch, dass eine Reihe von Maschinen teilnahmen, die später als Versuchsexemplare blieben. Nichtsdestotrotz, die Panzer und die Selbstverlauffäden sorgten für Furore. Man soll anmerken, dass Prototypen des MX-50 sich voneinander etwas unterschieden haben. Der erste Prototyp hatte sich nicht von dem überarbeiteten MX-M4 unterschieden, mit dem Turm. Die zweite Maschine hatte eine etwas veränderte Turmform
Außerdem wuchs die Breite der Maschine auf 3,4 Meter an, wegen der Verbreitung der Kettenregale. Am meisten hatten sich die Schweden für die neuen französischen Panzer interessiert. Gerade zu dieser Zeit haben die Schweden einen mittleren Panzer Emil entwickelt. Bereits im Januar 1951 haben die Schweden Frankreich besucht und dort die auf die 100 mm Kanone umgerüsteten IMX M4 kennengelernt. Zwischen Schweden und Frankreich ging ein sehr aktiver Informationsaustausch vonstatten und man kann eindeutig sagen, dass der französische Panzer sich direkt auf das schwedische Projekt Kranwagen ausgewirkt hatte. Aber der schwedische Panzer hatte von Anfang an eine andere Ladevorrichtung. Noch ein Land hatte sich sehr stark für die neuen französischen Panzer interessiert, das war USA. Die Amerikaner fanden am MX-50 so viel Gefallen, dass sie über die Übergabe des ersten Prototyps für vollständige Erprobungen eine Abmachung getroffen haben. Ende Dezember 1951 wurde der Panzer auf ein Schiff verladen und nach USA geschickt. Bereits am 10. Januar 1952 begannen die Erprobungen. Die erste Etappe endete im März 1952 und die kompletten Tests endeten ein Jahr später, am 13. März 1953. Das Interesse der Amerikaner wie auch der Schweden hatte eben sehr starken Grund. Ab Januar 1951 hatten die USA den mittleren Panzer T69 entwickelt, der in der Konstruktion des Turmes sehr an die französische Maschine erinnerte. Konstruktion des Lademechanismus im amerikanischen Panzer unterschied sich von den Franzosen genutzten, obwohl das Prinzip der Revolver bewahrt wurde. Der Bericht der Spezialisten hatte eingestanden, dass die Konstruktion des Turmes von MX-50 interessant ist, zeigte aber dabei eine Masse der Probleme mit der Verwundbarkeit. Solch ein Turm konnte sehr viel leichter durch eine feindliche Granate eingeklemmt werden als einen traditionell gefertigten Turm. Außerdem, die Granate der 90 mm Kanone der Amerikaner konnte mit Leichtigkeit solch einen Turm frontal durchschlagen. Entsprechend der Frontpanzerung der Wanne wurde der Vorschlag ausgesprochen, dass die zumindest auf 90 mm verstärkt werden sollte. So konnte die 90 mm Granate sie nicht aus 2,4 km, sondern nur aus 1,8 km Entfernung durchschlagen. Aber zu dem Moment, als die französische Maschine die ersten Kilometer auf dem amerikanischen Boden hinter sich ließ, war ihre Zukunft bereits gestimmt. Die wachsenden Appetite der französischen Militärleute haben bereits 1951 ein Kreuz auf den Chancen des IMX-50 in Serie zu gehen gemalt. Und in ihren Köpfen existierte bereits eine andere Maschine, die durch eine sehr viel stärkere Kanone bestückt wird. Fortsetzung folgt. So, bei der Erstellung von dem Artikel wurden folgende Quellen verwendet. Centre des Archives de l'Armement et du Personnel Civil, also Zivilarchiv der Franzosen. Und eine interessante Seite, Champfrancais.net. Danke für eure Aufmerksamkeit, Freunde. Wenn ihr noch mehr interessantes Geschichtsmaterial möchtet, könnt ihr mich mit einem Daumen hoch unterstützen. Das kostet nichts. Es gibt aber auch die Möglichkeit, mich finanziell zu unterstützen durch eine Kanalmitgliedschaft, eine Spende oder einen Kauf von Sachen im Wassershop. Alle Links dazu in der Videobeschreibung. Vielen Dank und tschüss.